Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction von VDSCS. Wir, oder beziehungsweise ich, reagiere heute auf den Song Wenn ich alt bin von Melia, Melina und Maya. Ja, das ist, und zwar auch das, sogar auf das offizielle Musikvideo. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in diese Reaction, ohne lang drum rum zu reden hier. Let's go! Wenn ich irgendwann mal alt bin, oh. Will ich sagen, ich hab alles okay. Dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Wenn ich irgendwann mal alt bin. Sehr schöner Einstieg direkt. Man hört Melina direkt. Also ich habe gerade gemerkt, dass das Melina ist, weil man hat sich gerade sehen, tun haben, lassen, wollen, sollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, sehr schöner Einstieg von Melina, gefällt mir jetzt schon. Man hört auf jeden Fall wieder, dass sie komplett hinter diesen Lyrics steht jetzt. So, was laber ich eigentlich jedes Mal, ne? Ey, wirklich, ich schreibe mir keine Skripte auf oder so, was ich in dem Video sage. Ich sag einfach frei raus, was ich denke. Aber wie gesagt, man hört auf jeden Fall komplett raus, dass sie da komplett hinter steht auch, dass sie weiß, wie sie jetzt ihre Stimmlage hier, ob sie die Stimme heben soll, senken soll, ob sie die Stimmlage verändern muss oder all sowas. Man hört raus, dass sie weiß, wie sie die Einstiege, die Hooks oder die Parts machen soll. Man hört es raus und das ist das Krasse bei ihr. Deswegen habe ich diesen einen Song, Ich gebe auf, auch so gefeiert, tatsächlich, wo ich ihn das erste Mal dann gehört habe. Also bei der Reaction dann. Deswegen, ich habe den ja dann auch ein paar Mal noch laufen lassen bei mir. Und ich finde den Song halt echt strong. Und ich feiere den Einstieg von dem Song jetzt schon. Aber ich bin natürlich auf die Hook gespannt. Oh, also das ist ja jetzt so gesehen die Hook. Dann bin ich auf jeden Fall auf den Part von Melina gespannt. Ich bin auf den Part von Melia gespannt. Und ich bin auf den Part von Maya gespannt. Weil von Maya kenne ich tatsächlich gar keinen Song. Und von Melia sagt mir gerade wenig. Also ich glaube, ich kenne einen Song vielleicht. Aber ja, keine Ahnung. Wir starten auf jeden Fall rein. Boah, dieses Oh, das gefällt mir jetzt schon. Ne? Ey, ich bin raus, ne? Ich gehe nochmal, ne? Krass, ne? Sagen, ich hab alles erreicht, wenn ich irgendwann mal alt bin. Oh, oh. Will ich sagen, ja, mein Leben war geil, wenn ich irgendwann mal alt bin. Oh, will ich sagen, ich hab an mich geglaubt, wenn ich irgendwann mal alt bin. Oh, will ich sagen, ja, ich hab mich getraut, wenn ich irgendwann mal alt bin. Hab ich gemacht, das was ich lieb, war ich so wie ich's wollte. Stand ich auf nach Niederlagen, kämpfte ich für den Erfolg. Kann ich sagen, ich hab Mama glücklich gemacht und war für meine kleine Schwester auch ihr Licht in der Nacht. Will ich sagen, Papa. Oh, okay. Also, Einstieg von Melia. Glaube ich, dass das Melia ist. Keine Ahnung. Glaube ich aber, ja. Also, Einstieg von Melia. Sehr, sehr strong auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr strong. Mir gefällt die Stimmlage. Und was mir jetzt schon gefällt am ganzen Song, sind diese Hintergrund-Adlibs. Diese Adlibs von Melia. Von Melia, sag ich schon. Von Melina. Dieses, wenn ich einmal alt bin. So, und das kommt im Hintergrund, im Part von Melia mit Melina Adlibs im Hintergrund. Das kommt ja, man, übel strong. So, ich hab direkt ein neues Lieblingslied gefunden für mich. Was ich dazu sagen muss, Video, jetzt schon sehr, sehr geil. Auch wenn das noch nicht mal wirklich angefangen hat, das Video. Aber, man merkt bei jedem Video immer wieder aufs Neue, dass diese Produktion einfach komplett geistesgestört ist. So, ich will gar nicht wissen, wie lange die gedreht haben. Also mich würde gerne mal interessieren, was die so für ein Video brauchen. So am meisten würde mich das auch interessieren bei dem Song Ich gebe auf von Melina, wie lange die gedreht haben. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Und noch bei dem Song würde mich mal interessieren, wie lange die gedreht haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mal eben in 10, 20 Minuten dreht. So, und außerdem, du musst ja überlegen, so in dem Video sind ja nicht unbedingt nur eine Stelle, so, die sind ja auch an mehreren Stellen gewesen. Und du musst ja überlegen, du musst ja erstmal zu der einen Stelle hinfahren, da alles abdrehen, da musst du gucken, dass das alles passt, da musst du vielleicht zwei, dreimal drehen an der Stelle, so, dann fährst du zu der nächsten Location, drehst da vielleicht zwei, dreimal, dann fährst du zu der nächsten Location, drehst da vielleicht nochmal drei, viermal, dann fährst du vielleicht nochmal zu einer letzten, vierten Location und drehst da vielleicht nochmal ein, zweimal, bis dann alles passt und so, dann fährst du ins Studio, schneidest das Ding zurecht, legst die Musik drunter und dann hast du eigentlich ein fertiges Musikvideo. So, das Problem ist aber, sowas schaffst du nicht mal eben schnell in, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden. Kriegst du nicht hin. Du musst mindestens allein schon für eine Location eine halbe bis eine Stunde einplanen. So, allein dann musst du überlegen, wie lange willst du dann drehen, wie oft willst du drehen, wie viele Läufe willst du machen beim Drehen an der einen Location alleine. So, dann hast du ja noch das Problem, du musst zu der zweiten Location fahren. Das heißt, du fährst zu der zweiten Location wahrscheinlich auch nochmal 20, 30 Minuten. So, dann bist du jetzt schon mindestens, sagen wir mal, du hast an der ersten Location 2 Stunden gedreht. Das sind 3 Durchgänge. So, dann hast du 2 Stunden hinter dir. So, dann fährst du zu der zweiten Location eine halbe Stunde. Bist du bei 2,5 Stunden. So, dann drehst du bei der zweiten Location auch nochmal so, weiß ich nicht, Stunde, 1,5. So, dann bist du bei 3,5 bis 4 Stunden. Für 2 Locations, wohlgemerkt. So, dann hast du noch vielleicht eine 3. Location und eine 4. Location. So, dann bist du bei den beiden jeweils 1 Stunde. So, sagen wir mal, du bist bei der 2. Location wirklich 1,5 Stunden. So, dann hast du 4 Stunden für 2 Locations. So, mit der einen, mit den jeweils 1 Stunde von der 3. und von der 4. Location bist du dann bei 6 Stunden. So, dann hast du 6 Stunden Videomaterial an sich. So, dann musst du erstmal wieder ins Studio fahren. Sagen wir mal, das Studio ist von der 4. Location 1 Stunde entfernt. So, dann hast du da schon mal 7 Stunden. Nur durchfahren und aufnehmen. So, da musst du natürlich erstmal Karten zurechtsetzen. So, dann muss man natürlich gucken, passt das so. Dann wird hier vielleicht nochmal was abgeändert, da vielleicht noch einen Effekt drauf gemacht. Hier und da das Licht ein bisschen konfiguriert. Hier und da ein bisschen dunkler gemacht, da ein bisschen heller gemacht. Da an der Seite schneiden wir was raus, da an der Stelle müssen wir was verpixeln oder so. Und das geht ja auch nicht mal eben so in der Stunde, 2 Stunden. So, da sitzt du ja auch mal eben 4, 5 Stunden, wenn nicht sogar mal ein bis zwei Tage dran. So. Und dann musst du natürlich noch den Song musst du dann ja noch raufpacken auf das Video, beziehungsweise unter das Video oder ins Video so gesehen. So, dann musst du das Ganze exportieren lassen und alles mögliche und dann kannst du es hochladen und dann kannst du sagen, wenn dann das Video geil geworden ist, in der Premiere zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist das eine Premiere gewesen? Nee, ist keine Premiere gewesen. Oh, das ist auch noch gar nicht mehr so alt, das ist auch gerade mal 1 Monat alt, okay, aber wie gesagt, so, das schaffst du nicht mal eben so in 2, 3 Tagen. Also 3 Tage kannst du das easy schaffen, aber 1 bis 2 Tage never. Never. Aber Melia-Stimme kommt sehr, sehr strong. Gefällt mir. Wie gesagt, die Adlibs von Melina im Hintergrund sind sehr, sehr schön. Gefällt mir. Aber wir machen weiter. Aber er ist stolz auf sein Mädchen. Will ich spüren, ich hatte ein erfolgreiches Leben. Hab ich immer nur nach meinem Gewissen gehandelt oder hab ich mich gewandelt, damit ich irgendwie dazugehöre? Will ich überzeugt sein, ich hab nichts verpasst. Ich hab geliebt, ich war frei und hab nicht gehasst. Konnte ich für meine Schwester und meinen Bruder auch ein Vorbild sein? Der letzte Platz ist nichts für mich, ich wollte immer vorne sein. Wenn ich schwach bin und ich nicht mehr laufen kann, wenn alle nicht mehr wach sind, komm noch an, was glauben kann. Wenn's nicht mehr nach vorne geht, dann möchte ich zurücksehen. Und dort nur Glück sehen, ja nur Glück sehen. Wenn ich irgendwann mal alt bin, oh. Also, ich muss mal kurz zurück. Sehen, ja nur Glück sehen. Also das ist auch ein geiler End, so eine geile Endline eigentlich für einen Part, so mit Glück sehen. Das ist echt so eine Line, die kannst du wirklich am Ende von jedem Part eigentlich reinmachen. Und wie gesagt, zu den Adlibs habe ich ja schon was gesagt von Melina, aber die kommen halt echt sehr, sehr strong. So, wie gesagt, mir gefällt einfach die Stimme. So, ich finde Melinas Stimme echt wunderschön. So, das ist echt halt so eine Stimme, die kannst du halt einfach daily hören, ne? So, da kriegst du auch nicht zu viel von. Das ist nicht so, als würdest du, keine Ahnung, jetzt 20 Minuten lang denselben Song hören. So, da würde ich auch einen Kollaps kriegen.
So, ich könnte mir jetzt keinen Song irgendwie 20, 30 Minuten anhören. Außer mir gefällt halt der Song an sich und mir gefällt die Stimmlage, mir gefällt generell die Stimme und so, dann klar, dann kann ich mir auch einen Song stundenlang anhören. So, ne, deswegen, das ist halt das, was bei mir für mich musikauswahlmäßig halt so ein bisschen in den Vordergrund tritt. Mir muss die Stimme gefallen, mir muss die Stimmlage gefallen und mir müsste natürlich generell das Lyrische einfach gefallen, der Beat muss mir gefallen. So, und dann kann ich sagen, okay, diesen Song kann ich mir öfters anhören. So, wenn mir der Beat alleine schon nicht gefällt, so, dann höre ich mir den Song ein, zwei Mal an und dann habe ich keinen Bock mehr, so, dann höre ich den nicht mehr. So, dann höre ich den aber auch meistens nie wieder. So, es gibt Songs, wo ich wirklich gesagt habe, früher so 2016, 17, boah, die Songs sind richtig geil. Mittlerweile denke ich mir einfach nur, Alter, wie konnte ich so eine Kacke früher hören? So, also, ja, weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht. Mir muss die Stimme wirklich gefallen. Bei Melina gefällt mir sehr die Stimme. Wunderschön, klingt sehr, sehr schön auf diesem Beat auf jeden Fall. Der Beat gefällt mir vor allen Dingen komplett. Ne? Es ist halt auch wie so ein, ich sag jetzt mal so ein. Na, wobei man kann, oder? Ich weiß nicht, für mich geht der jetzt nicht unbedingt so in die emotionale Message-Richtung. Aber ja. Naja. Keine Ahnung. Machen wir weiter mit der Hook von Menina. Wenn ich irgendwann mal alt bin. Boah, ey, Alter, diese Stimme kommt so schön auf diesem Beat. Boah, Digga, Mann. Man könnte sagen verliebt, aber nein. Nein. Die Stimme ist einfach nur wunderschön auf diesem Beat. Oh, das hat nichts mit Simp oder whatever, what the fucking Ding zu tun, ne? Nichts mit zu tun. Ich sage hier einfach nur frei meine Meinung. Ich sage einfach nur, dass mir die Stimme gefällt, dass sie wunderschön auf diesem Beat kommt. Und die Stimme an sich wunderschön. So, das hat nichts mit Simp zu tun. Das hat nichts mit Verliebtsein zu tun. So, ich kann mich in niemanden verlieben, den ich nicht kenne. Geht nicht. Kann ich nicht. So, ist auch irgendwie falsch in meinen Augen, wenn man sich in irgendwen verliebt, den man nicht kennt. So, ich kann jetzt nicht sagen, ich verliebe mich jetzt in Media. So, ich kenne sie nicht. So, deswegen ergibt das gar keinen Sinn. So, und genauso ist das auch bei Melina. Ich sage einfach nur, dass mir die Stimme gefällt und Melinas Stimme gefällt mir auch auf dem Beat. So, wirklich Songs von ihr habe ich noch nicht gehört. Von Melina kenne ich schon ein paar Songs. Drei. Mit dem hier. Von daher, ja, es ist halt einfach die Stimme, die mir gefällt. So. Wie sie privat ist, wie sie persönlich ist, wenn man mit ihr befreundet ist und ein bisschen was mit ihr gemacht hat, wie sie da drauf ist, weiß ich nicht. Aber mir geht es ja auch nicht darum, mir geht es um die Stimmlage und um die Stimme an sich. Ne? Also, diese Kommentare, die kommen werden von wegen, wow, du bist voll der Simp und so, ihr könnt direkt diese Kommentare lassen und ihr könnt direkt meinen Kanal deabonnieren gehen und auf irgendeinen anderen Kanal so eine Kacke machen und so eine Kacke schreiben. So, darauf habe ich einfach keinen Bock. So, ich bin einfach nur ein, ich sag jetzt mal, YouTuber, der hier seinen Spaß macht. Ich mache hier mein Hobby. So, das ist weder Beruf noch alles andere. Das ist einfach nur ein Hobby, was ich hier mache, dieses YouTube-Ding. Und das ist, wie gesagt, für mich ein Hobby. Ich mache einfach Reactions, ich mache Gaming, ich mache Real Talk, ich mache Speed-Ups, so dass ich auch ein bisschen Musik hochlade und sowas. Ich mache Shorts und sowas. So, ich mache TikTok, Instagram und alles Mögliche, ne? So, ich leite einen Discord-Server, so. Es sind alles Hobbys für mich. So, das sind alles Freizeitsachen für mich. Dieses ganze YouTube-Ding seit 2018, das ist alles Freizeit. So, ich habe nie irgendwie den Plan gehabt, YouTube irgendwann zu meinem Beruf zu machen. So, das war nie mein Hobby, nie mein Plan. So, YouTube wird und ist und bleibt und wird auch immer ein Hobby sein. So klar, irgendwann steigen vielleicht die Zahlen, so irgendwann werden die Aufrufe pro Video mehr. So vielleicht gehen irgendwann die Abonnentenzahlen komplett steil nach oben und so. Aber ich verändere mich doch nicht wegen ein paar Klicks und ein paar Abonnenten mehr. So, ich verfolge, wie gesagt, hier nur mein Hobby, mein Freizeithobby. Ich mache das hier auch Spaß, ich mache das hier für euch, ich mache das nicht für mich. So, und wenn ich irgendwann damit Geld verdiene, dann weiß ich, dass ich das durch euch geschafft habe und nicht durch mich. So, und klar, gebe ich dann euch dann was zurück, wenn ich das irgendwann schaffe, mit YouTube Geld zu verdienen. Klar, mache ich dann auch die ein oder anderen Gewinnspiele, wo ihr dann was gewinnt. Klar, verlose ich dann irgendwie, keine Ahnung, eine 20er Paysafe, eine 50er Google Play oder sowas. Natürlich werde ich sowas dann machen. Da, irgendwann mache ich dann auch so Streams, wo ich das dann live auch noch
verlose und euch dann persönlich im Stream auf Instagram schreibe. Wegen den Sachen. So, das ist alles komplett Hobby hier. Und wenn ich damit irgendwas verdiene, dann weiß ich, dass das durch euch ist, dass euch das gefällt, dass euch diese Videos, die ich mache, gefallen und dass ihr hinter mir steht. So, genug von diesem Real Talk Gedöns jetzt hier. Wir machen weiter mit der Reaction, aber wie gesagt, diese Sim-Kommentare könnt ihr euch sparen, das bringt nichts, damit macht ihr keinen runter oder so, damit, ja, geht ja eigentlich nur euch selber aus dem Weg und beschreitet selber, dass ihr Sims seid, also, ja, bitte geht auf einen anderen Kanal und schreibt sowas, aber bei mir braucht ihr das nicht reinschreiben, wie gesagt, ich vertrete hier nur meine Meinung und wenn ich sage, dass ich Melinas Stimme auf diesem Beat wunderschön finde und generell wunderschön finde, das ist das einfach meine Meinung und das hat nichts mit Simp oder Verliebtsein zu tun, weil wie gesagt, ich kenne die nicht. So. Meine Meinung, meine freigelegte Meinung vor allen Dingen. Wir machen weiter jetzt. Let's go. Meier war ein Rapstar, Stern auf dem Lenkrad vom matt-schwarzen Benzer. Okay, die Stimme kommt sehr krass auf dem Beat auf jeden Fall. Es hört sich so ein bisschen an, als würde ein Junge rappen. So, I'm sorry, aber vielleicht kommt das auch Mino so rüber, weil ich eigentlich nur gefühlt nur, ich sag jetzt mal, Jungs, Männer im Deutschrap höre. So, es gibt eigentlich kaum gute, ich sag jetzt mal, weibliche Rapper. So, ich höre eigentlich so, ich weiß nicht, so, ich kann jetzt keine Rapperin aufzählen, wo ich sage, okay, das ist krass, so, das könnte man sich daily anhören. Gibt es nicht in meinen Augen. Außerhalb von VDSS jetzt abgesehen, ne, so. So, da ist das natürlich anders. So, da sind natürlich Jungs und Mädels, die rappen. So, und bei VDSS weiß man, dass die Mädels da auch rappen können. Man sieht's ja. Zum Beispiel Melina, Melia, Maya, das ist ja Maya gerade so. Von ihr höre ich jetzt das erste Mal sogar die Stimme. Ich muss echt sagen, auf dem Beat hier gefällt mir diese Stimme echt gut. Aber anscheinend kriegen wir jetzt gerade den Maya-Part und am Ende nochmal den Melina-Part, falls sie einen hat. Rein da, Digga. War immer gesund und hatte keine Krankheit. Alle sagen, Maya, dieses Girl, das keine Angst zeigt. Ich hab immer nur gemacht, was ich genossen hab. So ein Mensch, der für andere Menschen immer offen war. Weil der Charakter doch für mich an erster Stelle steht. Schöne Message. Das ist ein Satz, den man leider heutzutage viel zu wenig hört. Scheiß mal auf Aussehen, scheiß mal auf alles andere, ne? Charakter und innerliche Werte zählen. Scheiß mal drauf, wie der Mensch von außen aussieht. So, der kann von außen, weiß ich nicht, aussehen und von innen einfach der schönste und gelassenste Mensch überhaupt sein. Hören wir leider in dieser Welt hier viel zu selten. Traurig eigentlich, traurig. Aber naja, was will man machen, ne? Das ist halt so, wie es ist. Aber egal. Machen weiter. Ich bin auf die Bühne rauf und die ganze Menge bebt. Will ich sagen, ich war für die Freunde da und war meinen Träumen nah, weil ich immer treu mir war. Es war immer Feuer da für meine Leidenschaft. Weil ich immer treu mir war? Also klar, ich verstehe den Kontext hinter der Line, aber irgendwie passt das grammatikalisch gar nicht für mich zusammen. Also vielleicht ist das auch richtig so geschrieben und ist das auch richtiges Deutsch, aber irgendwie kommt mir das grammatikalisch komplett falsch vor. So dieses, was war das jetzt? Keine Ahnung, jetzt habe ich die Line vergessen. Egal, Digga, aber irgendwie, wie gesagt, das kommt für mich nicht so ganz grammatikalisch hin. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, keine Ahnung. Ich hab Musik, ich hab immer viel gekämpft und mir's aus eigener Kraft verdient. Wenn ich wach bin und ich nicht mehr laufen kann. Wenn alle nicht mehr wach sind, kaum noch an was glauben kann. Wenn's nicht mehr nach vorne geht, dann möchte ich zurücksehen. Und dort nur Glück sehen. Ja, wenn nur ich Glück sehen. Also, Mayas Part, sehr, sehr schön. Auch diese Message, die sie hatte. Dass für sie nur der Charakter zählt, das ist auch eine sehr, sehr schöne Line.
die muss man einfach mal representen. Representen? Heißt das so? Keine Ahnung, ist mir auch egal, Alter. Aber ja, das ist eine Line, die wir leider in der heutigen Welt viel zu wenig hören, viel zu selten hören, eigentlich fast gar nicht mehr hören. So mittlerweile achten die daraus Aussehen und ja. Aber für mich, wie gesagt, zählt auch Charakter, ich scheiß aufs Aussehen, ganz ehrlich. Und ja, I don't know. So. Ich weiß nicht warum, aber ich musste gerade einfach meine, hier mein Mauspad ein bisschen kratzen. Ich weiß nicht warum. Ich mach so random Shit einfach zu Hause, ne? Ey, es ist unnormal. Aber wie gesagt, wie ich das auch schon zu der Stimmlage von Melina und Melia gesagt habe, auch bei Maya gefällt mir diese Stimmlage auf dem Beat sehr, sehr strong. Auch dieses, ich sag jetzt mal, in die aggressive Richtung gelegt, die Stimmlage. Halt so, das und das möchte ich jetzt sagen, das und das ist mir wichtig, das und das, darum und darum geht's mir. Und das geht's mir und so, das ist halt echt strong, vor allen Dingen auf dem Beat und vor allen Dingen in diesem Song, da passt doch der Titel richtig gut zu dem Song. Ja, also, ich weiß, die werden das Video hier nicht sehen, aber Grüße gehen an euch drei auf jeden Fall raus. Ich hoffe, man hört auf jeden Fall demnächst irgendwann nochmal ein paar Songs von euch oder von denen auch. Von allen anderen. Luca hat eigentlich viel, viel mehr Songs verdient. So, er muss viel, 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 viel mehr machen, meiner Meinung nach. Und ja, kommen wir nun wieder zu der Hook von Melina, wo ich ja schon was zu gesagt habe, deswegen sage ich da jetzt nicht nochmal was zu. Aber ja. Will ich sagen, ich hab alles erreicht, wenn ich irgendwann mal alt bin. Oh, will ich sagen, ja, mein Leben war geil, wenn ich irgendwann mal alt bin. Oh, boah, die Aufnahmen von dem Benzer sind geil, Alter. Scheiße, wo war das andere, Digga? Gib mal den Benzer, ja. Was ist das? C63? Genau, C63, C250 C heißt der oder C250, keine Ahnung, scheiß einfach drauf, wirklich, ist glaube ich ein C63. Ich hab an mich, es ist ein C63. Ich glaub, wenn ich irgendwann mal alt bin. Never mind, der sieht von der Seite aus wie der S63. Vor allem ist es die Viertürer. Never mind, das ist doch nicht der C63. Oh, will ich sagen, ja, ich hab mich getraut. Meine Freunde waren du. Ich hab mich getraut, wenn ich irgendwann mal alt bin. Will ich sagen, mein. Okay, der Einstieg in den Part war ja mal sehr strong. Das muss ich mir nochmal anhören. Ich sag ja, ich hab mich getraut, wenn ich irgendwann mal alt bin. Will ich. Und dann einfach direkt schon der Übergang. Will ich sagen, ja, ich hab mich getraut, wenn ich irgendwann mal alt bin. Und direkt rüber in ihren Part. Boah. Das ist strong. Vor allem die Stimmlagenwechslung. Alter, die Wechslung von der Stimmlage ist ja, man. Von diesem Gesang, von dieser Gesanglage in dieses, in diese Rap-Lage. Boah, ey, das kommt bei ihr halt so gut, ne? Scheiß du wirklich auf jede Reaction, die ich gemacht habe. Scheiß auf jeden anderen Song, den ich gehört habe bis jetzt. Das ist, glaube ich, bisher mein Highlight-Song, wirklich. Wobei die beiden Dinger von Arthur waren auch geil. Hier Olymp und Blutsauger. Auch wenn ich bei Blutsauger immer noch Reportagen-Vibes habe, wegen dem Titel einfach. Aber ich bin immer noch kein Fan von der Line, ne? Die er da hatte mit diesem Blutsauger, Zuschauer, Hubschrauber. Es ist immer noch nicht meins. Aber egal. Ist ja so ein, eigentlich so ein Perfect-Rhyme auf Blutsauger, ne? Beiden Wörter. So, scheiß mal auf den Track jetzt, also von der Rihanna Reaction, scheiß mal auf die andere Reaction jetzt, wir sind immer noch hier, weil wenn ich alt bin, und jetzt kommen wir zu Melinas Part, ich wollte schon wieder Melia sagen, ne? Ich verwechsel die beiden die ganze Zeit irgendwie vom Namen her, und ich bin mal gespannt, was sie jetzt zu erzählen hat. Will ich sagen, meine Freunde waren loyal, ganz genau wie ich, und wir waren füreinander da.
Ja, wir waren füreinander da. Ja, loyal da. Ja. Gut, also ich weiß, also man kann da auf loyal nicht wirklich rein. Das geht gar nicht. Vor allem ist man Schubladen drauf. Wie random war das jetzt? Ich glaube, du kannst. Ich wollte gerade Schublade sagen. Ich glaube, du kannst loyal auf da gar nicht so gut rein, weil du hast ja keine wirklichen Buchstaben von loyal in da, außer das A. Und was willst du auf A rein? So, was willst du denn auf das loyal A, also von dem loyal vom das A vom loyal auf da rein? Wie willst du das machen? Das geht ja gar nicht, weil du hast da ja noch ein D zwischen. Und loyal da. So, du hast ja Jal, so gesehen am Ende, wo dann der Reim losgehen würde, auf dieses Jal. Und dann hast du ja da und da und ja, da, ja, kann man nicht wirklich machen. So, ich glaube, das ist auch gar nicht als Reim gedacht. Das ist eigentlich, glaube ich, nur so eine Zwischenline, dieses da. Bei loyal, ja, wobei doch. Naja, wobei, es würde schon gehen, wenn man überlegt. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen geileren Reim von Medina. So, sie hat ja auch eigentlich geile Lines so. Und vor allen Dingen die Reime, die sie manchmal hat, sind echt strong. Auch wenn ich im letzten Song einen kleinen rausgehört habe, wirklich. Also bei dem, was war das? Was war denn die letzte Reaction? Ich glaube, das war die Luca Ferro Melina. Es soll nicht sein. Das war die letzte Reaction, genau. Ich bin immer aufgestanden, ich hab niemals aufgegeben. Aufgestanden, aufgegeben. Ja, okay, das geht schon wieder in, das geht schon in die Richtung mit den geilen Reimen. Aber das war für mich noch kein geiler Reim. Da muss noch ein geiler Reim kommen, auf jeden Fall. Niemals gestoppt, alles zu tun, um meinen Ich Traum zu irgendwann leben. mal alt bin. Will ich sagen, meine Schwester ist und bleibt das Beste in meinem Leben. Wir gingen diesen Weg zu zweit. Ich war Lebend, ne? immer eine gute Freundin für mein Boy. Ja, dieses eine Mädchen, das Wenn immer ich treu irgendwann mal war. alt bin. Bleibt Familie dieser Diamant. Halt ihn fest mit meiner rechten und mit meiner linken Hand. Ich will sagen, ich hab immer Werte gehabt. Mama ist mein Schild und Papa ist mein Schwert in der Schlacht. Das war eine geile Line. Meine Mama ist mein. Ne, wie war das? Meine Mutter oder meine Mama? Ich hab immer Werte gehabt. Mama ist mein Ah, Mama ist mein Schild und. Schild und Papa ist Und Papa ist mein Schwert in der Schlacht. So gesehen, der Vater macht. Ich sage jetzt mal die Drecksarbeit. So, kann man das so nennen? Ich weiß es nicht so. Aber er ist dann, so gesehen, für sie in ihren Augen der sie im Kampf beschützt oder im Kampf kämpft und die Mutter beschützt sie im Kampf, sodass ihr nichts passiert. Und das ist eine Line, die ich sehr, sehr fühle. Ist bei mir persönlich genauso. Und das wird auch immer so für mich bleiben, dass, ja, so wie sie auch gesagt hat, die Mutter ist das Schild und der Vater ist das Schwert. Wird für mich auch immer so bleiben. Und ja, ich bin krass gegen mein Mikrofon dabei gegen mein Headset mit Mikro gekommen, aber egal. Ja. Sehr, sehr strong. Sehr, sehr schön. Bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir noch einen Reim. Ich habe keinen rausgehört. Wenn ihr einen Reim rausgehört habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr den Reim rausgehört habt. Weil ich habe keinen rausgehört. Ist mein Schwert in der Schlacht. Wenn ich wach bin und ich nicht mehr laufen kann. Wenn alle nicht mehr wach sind, kaum noch an was glauben kann. Wenn es nicht mehr nach vorne geht, dann möchte ich zurücksehen. Und dort nur Glück sehen. Ja, Wenn nur ich Glück irgendwann sehen. mal alt bin, oh, will ich sagen, ich habe alles erreicht. Wenn ich irgendwann mal alt bin, oh, will ich sagen, ja, mein Leben war geil. Wenn ich irgendwann mal alt bin, oh. Also Melinas Part sehr, sehr strong, die letzten Lines sehr, sehr strong, auch wieder das mit dem Glück sehen, wenn sie noch in die, so gesehen, in die Vergangenheit schaut, so gesehen. Und ja, sehr, sehr strong, sehr, sehr schöner Song. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben, kann man sich auf jeden Fall öfter geben, auch alleine durch die Stimmlagen von den drei. Sehr, sehr schön, sehr, sehr cool. Mehr kann ich eigentlich wirklich nicht zu dem Song sagen. Außer, dass er mir gefällt. Und dann muss man ja einfach mal leichter lassen. Will ich sagen, ich habe an mich geglaubt, wenn ich irgendwann mal alt bin. Oh.
sehr, sehr strong. Sehr, sehr strong. Wenn ich sehr, sehr strong. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, wie gesagt, alles verlinkt. Die Song ist verlinkt, voll yes, yes, ist verlinkt. Ist das Ananas, ne? Leute, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Was auch immer ich dann hochlade. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.